Seid gegrüßt, edler Gefährte. Wohl dann, frohlocket. So, Spaß beiseite. Da sind wir beim ersten Let's Battle Retro Games. Oh ja. So, wir beginnen mit meiner Lieblings-Retro Games, wo wir dann kommen werden. Mountain Blade heißt es. Ja, wie kann man das beschreiben? So eine Kombination aus Rollenspiel und Strategie und dann noch ein bisschen Button-Mashing einfach nur. Was ist? Ja, genau. Also ich sage jetzt mal alle, da kommt noch Ego-Shooter. Nein, Ego-Shooter ist es nicht. Also ja, beginnen wir gleich mal. Tutorial überspringen wir mal, denn das ist kurz langweilig. So, neues Spiel. Ah, Tipp 2. Immer noch. So, ja, willkommen beim Mountain Blade Abenteuer. Bevor ihr das Spiel beginnen könnt, müsst ihr einen Charakter, Charakterstellung. Okay, machen wir mal weiter. Und ich werde es jetzt nicht alles vorlesen, das war jetzt nur eine Ausnahme. Ich bin sehr lesefaul. Wenn ihr das wissen wollt. Ja, ich gebe es zu. Also, los geht's. Männlich. Vom der Adlige. Handelsreisende, Kriegsveteran, Jäger, Steppennormal, ein Dieb. Ich würde sagen, verarmter Adlige. Weißt du, sowas. Wie kann man das sagen? Das ist so ein Widerspruch an sich selbst. Adelig, verarmt. So, weiter. Ist immer gut, einen guten Witz auf Lager zu haben. Ja, wenn wir schon bei Adligen sind, kann man es gleich beibehalten. Was zum Teufel ist das? Nehmen wir das mal, wenn wir das nicht wissen. Rache, der Verlust eines geliebten Menschen, Wanderlust, Hinauswurf aus dem eigenen Heim, Verlangen nach Macht und Geld, das ist immer, das ist auch mein Leben, so dieses Streben nach Macht und Geld. So, Banner auswählen. Ah, da gibt's noch mehr. Gespielt habe, finde ich am besten das hier. So, mach mal realistisch keinen Abbruch oder zu speichern. So, Zimmer im Charakter erstellen, also die Grundwerte eingeben. Mach erstmal den Namen. Das ist unser Alm. Der Alm Gandhi. Ist immer ein guter Name, wenn einem keiner einfällt. Aber ihr dürft es nicht kopieren. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ja, machen wir Stärke zweimal und Intelligenz zweimal, ist immer gut. Dann hier ist es extra Leben. Dann machen wir noch Wundbehandlung, das heißt, dass wir uns dann schneller erholen. Einmal Erste Hilfe kriegen wir 5% drauf, wenn wir einmal drauf gehen und in der nächsten Schlacht wieder sind. Und zweimal Handeln noch. Reiten können wir noch nicht verbessern. Plündern braucht man noch nicht. Plündern macht immer Spaß. Ja, ich würde sagen, wir machen noch einmal Wundenbehandlung. So, kommen wir zu den Waffenfähigkeiten. Ja, eigentlich am liebsten mache ich mal zwei Hände plus Bogen. Da sind wir noch. Aber ich würde mir versuchen, mal alle zu zeigen. Also mache ich erstmal hier ein bisschen die Stangen. Ein bisschen und da ein bisschen. So, ja. Dann ist der nächste Schritt. So, jetzt können wir uns dann Oberkollegen hier mal aussehen, wie er aussehen soll. Ja, hallo? Eieiei. So, machen wir mal. Ach du Scheiße. So viel Zeit habe ich nicht. Machen wir einfach mal zufälliger Anordnung. Bis da mal einer rausspringt, der halbwegs ansehnlich ist. Nein, 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 nein. Tschüss. Wiedersehen. Gandhi hat aber auch schon einen dicken Bart. Ah, der ist.
Haare doch mal ein bisschen anders. Schon mal bei sind's. Sowas wie eine Halbglatze. Da haben wir doch was. Ja. Sehr hübsch. Alter, schön, schön alt. Da. Schon besser aus. Haarfarbe. Ja, die verändert. Ja, da wird ein bisschen weißer. Ja, das so. Ah, nee, tut mir leid, der ist nicht ansehnlich. Lass mal uns lieber doch noch mit normalen Menschen machen. Den, der sieht schon so traurig aus. Wenn wir den nicht nehmen wollen. So. So, die Haut ein bisschen anders. So, sieht schon ein bisschen ansehnlicher aus. Ah, oh, schwarz. So ein bisschen. Ist schon ein bisschen drauf hat auf den Alter. So sieht er sehr gut aus, ne? Hübscher junger Mann. So, weiter geht's. Haben wir es endlich auch mal hinter uns. So, jetzt sind wir im Spiel. Das ist eine. So die ganze Karte hier. Recht groß. Da ist das, sind in so verschiedene Fraktionen aufgeteilt. Gelb, grün, rot, lila und blau. So, wir sind jetzt im Blau gestartet, hat aber keine Auswirkung darauf, welcher Fraktion wir angehören. Im Moment sind wir einfach freie Kämpfer oder Freikämpfer. So, als erstes würde ich mal sagen, ab in die Stadt. Mal rausfinden, wo, was und wie was los ist. Gehen wir mal in die Arena. Lialo. Ja, jetzt habe ich vergessen, wie das geht. Ah, so. Mist, ey. Nein, 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 nein. Bin ich jetzt völlig bekloppt. Deswegen hat sich wieder verändert. So, guten Tag, lieber Freund. Ja, du mich auch. Ja, ja, immer noch. Nein. So, jetzt haben wir uns erstmal einen normalen Turnier, also Trainingsübung. Jetzt kann ich mal zeigen, wie das so abläuft mit den Kämpfen. Jetzt ist es halt noch ein bisschen, was soll ich sagen, nicht so anspruchsvoll. Weil man noch nicht so viel kann. Ja, das war unser erster Gegner. Der ist jetzt aber nur bewusstlos geschlagen worden. Es gibt ja auch mehrere Arten von Waffen. Hier gibt es auch stumpfe und scharfe und so kannst du dann, wenn du Leute bewusstlos schlägst, kann man die auch gefangen nehmen. So, der kam. War ein bisschen zu langsam. Kann auch abwehren. So. Muss ich immer so halten, wie er gerade schlägt. Ja, wir haben natürlich wieder eine die Fresse bekommen. Ja, aber unser Kampfstock, den kann keiner was antun. Guck, der hat jetzt eben verteidigt. Aber er hat trotzdem keine Chance gegen uns. Ja, ein zweiter Stock. Brauchen wir jetzt wirklich nicht. Zack, und noch einer in den Licks. Nein, doch nicht. Du, da wird es nicht verteidigt. Das ist jetzt nicht so spannend, das hier. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch zu Ende machen soll, diese Passage, weil die sehr langweilig ist, weil ja kein Blut spritzt.
immer ganz scharf auf Blut. Also ihr könnt dann auch immer Vorschläge machen, was für Retro-Games ich zocken soll und euch zeigen soll für die anderen, also euch dann nicht, weil ihr kennt es ja dann, was ich dann den anderen zeigen soll in den Sinne. Ja. Und wenn ihr mir das vorschlägt und dass man das mit mehreren Personen spielen kann, dann können wir das auch zusammen machen. Habe ich kein Problem damit. Auf Interaktion mit anderen bin ich ganz sehr besessen, aber nicht in dem Sinne, wo ihr Pfeil verstehen könntet. So, müsst jetzt ausweichen, weil sonst damit man uns Bogen eine verpasst. Und wir sonst dann Schaden erleiden. Wir müssen noch genug andere Leute hier eine verpassen mit unseren mächtigen Kampf stark. Ja. Kann auch Waffen wechseln, aber ich finde irgendwie nie eine, die ich nehmen kann. Oder nehmen will. Hier ist es auch mit Distanz. Der Typ kann uns jetzt nicht vorschlagen, weil wir einen längeren Stab haben. Ja. Die machen wohl gar nichts hier. Ja, den haben wir gar nicht gesehen. Das Spiel ist ein sehr blutlastiges Spiel in den Situationen, wo es um scharfe Waffen geht. Will ich nur schon mal vorher ansagen. Nicht, dass das heißt, dass ich nur so brutale Spiele immer spiele. Ich spiele halt die Spiele, wo halt gerade da sind. Und weg. So, und noch 13 Gegner sind verblieben. Nicht verlieben. Dann bleib stehen. Zack, der ist auch weg. Haben wir das erste sozusagen Trainingsturnier gewonnen. Es gibt dann auch richtige Turniere, wo was ich jetzt dann auch als nächstes dann machen werde, weil man da schön am Anfang viel Geld bekommen kann. Was man auch wirklich braucht, weil jetzt hat man am Anfang fast gar kein Geld. Das würde ich immer raten, wenn ihr das Spiel jetzt kaufen werdet. Dank mir, ja, dass man sich immer schön das Geld holt. Geld ist Macht, weil wir so Philosophie ist ja auch Geld und Macht. Also müssen wir uns jetzt unbedingt Geld tun. Hätten wir Wanderlust, dann wären wir jetzt die ganze Zeit nur rumgelaufen. Also seid lieber froh. So, noch zwei übrig. Oh, da. Lohnt sich mal ein Schild. Man kann nämlich auch das so kombinieren, wie mit einem Speer. Aber es bringt nicht viel, weil wir keine Klinge haben. Deswegen werde ich das Schild jetzt nicht benutzen. Der Junge, der hat schon Sonnenbrand. So, das erste Trainingsturnier beendet. Hallo. Ja, wir haben ein bisschen Kohle bekommen. Und ein bisschen Erfahrung. Immer schön. So sind die nächsten Turniere. Das sind drei Wüstenstädte und eine hier gleich in der Nähe. Braucht man die mal in der Nähe. So, ja. Mist. Ich habe schon wieder vergessen. Ach, ich bin immer so vorbereitet, so gut, dass ich immer keine Ahnung habe, wie das hier geht. Orte verlassen, nein. Hab ich doch eben gedrückt. So, tschüss. Ja, jetzt können wir uns mal ein bisschen auf den Marktplatz umgucken. Also wir können jetzt auch erstmal hier Spaziergang. Zeige ich euch mal, wie das hier alles aussieht. Ja, ganz schick eigentlich. Am Anfang denkt man immer, was für eine verdammt hässliche Grafik. Aber wenn man das lange spielt, dann denkt man sich, boah, sieht das schön aus. So, hallo, werter Kollege. Ja, good day, what can I do for you? Nothing. Ja, ich antworte natürlich in Deutsch. Das ist immer gut, wenn einer euch in Englisch anredet. Müsst immer auf Deutsch antworten, der versteht euch dann auch sofort. So, ja, so sehen die Teile aus. So kann man sich das, gibt es einen Helm, eine Jacke kann man anziehen, Handschuhe, Schuhe, Pferd. Pferd kann man auch anziehen, dann und vier Waffen kann man sich aussuchen. Kann man beliebig variieren. So, ja. Okay, okay. Ja,